So Leute, ich habe eine kleine Runde Duo Q gespielt mit dem Maxim, auch bekannt als Let's Read Small Books. Ich habe verpennt, die Einleitung in dem Video an sich zu machen, deshalb mache ich jetzt danach. Und ja, sein Kanal ist markiert in hier, sollte direkt auf dem Bild sein Kanal markiert sein. Und der Link gleich noch in der Videobeschreibung. Also dann viel Spaß! Seine Zitrusfrucht nicht so viel bringen wird gegen dich. Weil du hast ja auch jetzt nicht so die härteste CC, wo der sofort ausrasten muss. Ich will gerne da runter gehen. Oh, will er wohl invaden? Joa. Deswegen mag ich auch so ein bisschen mehr die Seite rechts oben. Weil man da jetzt einfach hier so schön runter kann. Gegen Caitlyn ist es ein bisschen eklig, finde ich. Weil sie natürlich da die Traps sofort platziert, aber hier ist es eigentlich relativ verhalten. Auch Ashe ist ein fieser, also unterschätzt man, aber der Crit am Anfang ist super unfair. Ja. Trotzdem würde ich da gerne reingehen wollen. Ja, auch Ganz eigentlich wichtig. ganz schönes Team zum Reden. Deswegen, also wir sind enorm damage-lastig so. Und wenn ich halt einen Hook treffe, dann ist es vorbei. 1,5 Sekunden müsste definitiv ausreichen, um jemanden zu töten. Notfalls habe ich halt noch das Exhaust, wobei ich das extrem ungerne verwende quasi. Das Schöne ist ja, ich habe ja zwei Damage-Spells gleich Level 1. Meinem Q-Spell. Da vor allem auch, finde ich, relativ viele Resistenzen dazu in deinem Hammer-Modus. Das finde ich auch ziemlich, nicht unfair, aber extrem praktisch so, wenn du so ein Champion hast. Bei Nidalee ist es ja auch so massiv. Yeah, ich laber irgendwas als Skin. Fantastisch. So, da würde ich mal ein bisschen reingehen wollen. Und da bitte einfach nur stehen bleiben. Ganz entspannt. Es gibt ja auch Nasus-Spieler. Ich sollte auch langsam auf meinen Job Ja, du verschwinden, kannst du. schon zurückgehen, ja. Wenn wir das Ding hier stehlen, haben wir schon auf jeden Fall. Ich werde es wohl leider jetzt verraten, dass wir invaded haben, nämlich Das durch ist Mitte okay. Range. Geh einfach über die Mitte, hol dir noch den einen oder anderen. Eine oder andere Erfahrung. Der Gegner wird sich, denke ich, ein bisschen ärgern. Die Frage ist, ob du eventuell beim Red Buff, also ein kleines Auge drauf werfen solltest. Na, sie haben wohl Blue gestartet. Ne, aber wir haben mal ADS-Wheel, bitte. Oh, nice. Ich glaube, ja, das war sehr entspannt. Dafür ist halt Red Buff übrigens gut. So. Ja, dann kriegt man hier nämlich Razzi-Fazzi First Blood. Eigentlich immer, wenn man den Crab trifft, oder? Na, hier war noch der Vorteil, dass sie halt sehr krass overextended hat und dadurch der Flash. Also, sie hat sich klugerweise eigentlich sofort zu Udyr geflasht. Eigentlich eine gute Idee. So, hat ihn auch gestunt. Da hat sie auf jeden Fall das Beste draus machen können aus der Situation, aber. Bin jetzt nicht sicher, ich muss halt Exhaust verbrauchen, das ist so ein bisschen doof. Aber ich wollte halt wirklich sicher gehen, dass da nichts passiert. Nichts Schlimmes. Oh, der Harass ist natürlich auf jeden Fall auf unserer Seite. Oh, schaffst du es? Sollte, ja. Schlimme ist, aber Ranked kann man eigentlich nicht so viel reden, weil es einfach so konzentriert. Also, Das finde ist ich kein jetzt. Ding. Musste auch immer wieder die Entscheidung treffen, ob ich jetzt so viel erzähle, was gerade auf meiner Lane passiert. Aber das hört man dann ja in deiner Aufnahme. Das wäre letztens bei ihm halt auch aufgefallen. Und das irritiert. Deswegen entspann dich. Und später müssen wir sowieso teamtechnisch kommunizieren. Ich finde, wir haben sogar ganz gute Comp mit bisschen Poke Du und Disengage. Oh, wenn sie das schafft. Nice. Oh, das war gerade eine Ashe, der ich sofort einen Antrag mache. Okay, das ist eine Ashe, die total tot ist. Na, willst du nichts mit dem Antrag, so? Nee, und ich sterbe jetzt auch. Das heißt, ich werde sie. Oh, ich glaube, ich nehme noch Leona mit. Gönne ich mir jetzt einfach mal. Und ich glaube, ich nehme noch den Hypnasus mit.
Fantastisch. Sehr gut. Oh, der S-Train hat sogar in Mitte gerade. Sehr schön. Aber das hat jetzt ein bisschen dem Gegner nicht so gut getan. Hätte sogar fast überlebt, hätte ich noch meine Laterne ordentlich eingesetzt. So. Damit kannst du eigentlich auch super mit UD gehen. Eigentlich ist Laterne so ein göttlichste Fähigkeit für jeden Jungler. Na, ich muss sagen, es fällt aber auch dramatisch auf. Also wenn man das halt wirklich macht, dann ist natürlich klar, oh, okay, jetzt macht das. Ja, wenn man das perfekt timet, gerade wenn er reinkommt. Ja, so ein Hacker-Rim oder so, hast du eigentlich keine Chance mehr. Das stimmt, aber es gibt halt einige, die das dann extrem auffällig machen. Also ich fand einige Versionen gut, wo man wirklich dann... Ja, das ist ja dann die Kunst. Genau, dass man da so ein bisschen erhaben ist, was, wie der Gegner quasi das macht. Das wäre ja Thresh ein bisschen witzlos. Frag mich, wie WS in der Mitte klarkommt. 1-0? Ah, den gekillt, auch von Farm her. Von Farm her hat er natürlich dann auch entsprechend outfarmt. Sehr, sehr nice. Ich sehr gerne. Oh. Hilfe! Ah, solange ich den Gameplay out of Potions halt, ist das alles super. Natürlich trotzdem den Vorteil, dass er mit seinem Q in ein bisschen da den Bonuskohle bekommt. Ja, aber naja, wenn er nichts lasten kann, gescheit. Ja. Ach, schade. Ich hätte jetzt nur die Laterne ein bisschen früher einsetzen müssen. Das Problem ist wirklich, ich war die ganze Zeit ich hatte die ganze Zeit die Vermutung, dass ja die Laterne funktioniert, wenn die Gegner draufstehen. Oder da ist wirklich erst spät eines Besseren belehrt. Das ja, ich fand das Problem. beim ersten Mal sehen von Dings, also erstmal als Thresh halt rauskam, ich kapiert, wie die Laterne so genau funktioniert, weil das ist ja wirklich nur so ein kleines Fenster, wo man draufklicken muss. Wenn er sich in so einen Shogat draufstellt, dann. Ach so, okay, ja. Sowas. Das stimmt. Aber eigentlich, ich finde es eigentlich recht angenehm, auch von der Mechanik, finde ich, haben die es gut gemacht. Okay, kleiner Flash-Trade auf Top-Lane. Wann hab ich die noch bekommen? Ah, das ist top. Töte sie. Nein, töte sie, bitte. Oh Gott. Oh, das ist jetzt nicht gesund dann. Ja, das war besser. Das war der letzte Fehlaktion von mir heute. Jetzt werde ich richtig gehen. Gameplay hat sein Ulti auch raus. Auf dich? Ja, ja. Der Nasus war auch Richtung Top, das heißt. Ja. Ne, der hat es unten erstmal relativ hart gesittet. Und jetzt haben wir Gnadus gefailt, weil wir doch zu stark Leona gefokust haben. Ich hätte gedacht, dass sie wirklich drauf geht, aber wir sind halt noch nicht mal Level 6 und die Engage sind doch etwas zu hart. Wenn wir unsere Ulti haben, dann sind wir, glaube ich, richtig gut dabei. Das hätte ich vielleicht früher schreiben sollen. Oh. Was denn? K6 kommt wohl Richtung Toplane. Macht unser Red Buff. Okay, jetzt hat natürlich die Tristana langsam eine ziemlich ekelhafte Range.
Bash ist leider noch ultlos. Und das Dressage Level 7? Oh. Ja, sie ist halt krass auf der Lane geblieben. Ona sieht hier ein bisschen AFK aus. Oh. Der Udi, der hat was drauf hier auf jeden Fall. Ja, ja, das ist gut. Das hast du gemerkt. Habt ihr denn gesagt, dass Top kein Flash ist? Der kommt ganken. Sowas sieht man nicht oft. Muss sein. Bin gespannt, wie sich Ezreal macht. Ja, mal zu alle Carries dann, ne? Im Mid, beziehungsweise im Late Game. Ja, halt wirklich krassen Poke dann. Mit Jace, Ezreal, ein bisschen Ashe. Muss mal gucken, wie das dann aussieht. Okay, also bei uns sieht es gerade so aus, als wenn wir hier richtig, richtig auf die Kacke hauen. Oh. Okay. Tschüss. Ich zugehe, ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem Nasus. Der Geist ist bestimmt hier oben rum. Also hier auf der Botlane ist es relativ verhalten. Passiert wirklich Nasus-technisch gerade echt wenig. Genau, da habe ich gerade auch Angst auf Toplane. Guck, da ist er schon. Okay. So, für praktisch mit Jace, dass du ihn ja auch so ein bisschen anspringen kannst. Aber ich glaube, dass. Ja, sehr gut. Ah, es ist aber immer noch keine Tower Aggro auf diesen Piraten. Ja, leider nicht, aber dann kriegt er. Ja, zack, das war's. Oder? Ja. Noch ja, passt schon. Und der hat Flash. Oh nee. Oh nee. Ist. Gott, ich date verfehlen. Oh, dieses Low ist einfach so ekelhaft. Wirklich schlimm. Nein! Oh, Mist. Wurde getötet. Völlig nutzlos getötet. Hook verfehlt und Tristana so gut abgeschätzt, wie viel Damage sie machen kann. Das hat genau perfekt pervers gepasst. So. Oh nein, der Gameplay hat noch einen Assist bekommen. Oh, das ist aber nicht viel. Das bringt echt nicht viel Kohle. Vorsicht, Ash Arrow. Sehen? Oh, bitter. Ja, sowas hat man nicht gerne. Zack. Tschüss. Sehr gut. Ich glaube, der Flash ohne sich, aber passt schon. Man kann es überhaupt nicht abschätzen, wie lange da dieser Stun hält. Ich komme Botlane, du. Das könnte auch wartechnisch ganz gut aussehen. Und Ash baitet hier auch ganz gut. Ich würde jetzt einfach mal durchrennen, ich denke, wir sind zu gleichen Zeit da. Lass mal die Ash wissen. Okay. Die Ash. Warte. Ash? Die Leona macht jetzt. Nee. Nein, die Ash. Lass mal die hier nehmen. Lass Drake machen. Verliere ich zwar nur den Top Tower, aber passt schon. Was macht denn der, ey? Du bist der Baitmaster 3000 hier. Hä? Was war das denn? Huch. Ich glaube meine Ulti hat irgendwen habe ich mit meinem E getroffen, nur ich anscheinend nicht die Leona. Schade. Mist, also ich hätte es besser gefunden, wenn wir den Dragon richtig sicher gemacht hätten. Jetzt kommt Kha'Zix dazu. Ja, der Ezreal. Okay, besser nicht. Ist mir zu unsicher. Ich will jetzt zwar jetzt an meinen Top-Turret, oder? Ja, das ist so normal, das ist so passiert. Hätten wir den Dragon gemacht, hätte sich meiner Ansicht nach mehr gelohnt, weil jetzt pinkwartet er den, das ist super, weil dann würde ich den gleich ausschalten. Na, der Uli greift jetzt in Farm. Ich bin noch auf dem Level von Gangplank mit dem Farm her. Es läuft alles super. Hm? Läuft alles super.
Wo die Ulti von Oh. Ash. Hat sie ihn gekriegt? Nee. Nein, Bestimmt leider noch nicht. gestört. Oh, jetzt kommt gleich noch einen hinterher. Aber es war anscheinend ziemlich knapp, du. Vorsicht. Nasus läuft jetzt hier wieder lang. Vielleicht will er sogar wirklich den Blue stehen, aber ich muss beim ED bleiben. Der ED bleibt bei mir. Okay, da sind sie. Oh, da ist gleich noch jemand. Alter, der Ulier ist einfach übel schnell. Okay, das war's. Kann man nichts machen. Doch nicht klug finden, wenn wir uns jetzt hier noch weiter mit den Fighten. Oh, was macht denn der? Wieso immer so offensiv? Ich versuche mal so schnell wie möglich den Top-Turret einzureißen und dann mal vorbeizukommen. Ich bin total irritiert, warum man als Esriar-Spieler so offensiv sein E verwendet. Warum? Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn. Und jetzt baitet man hier seine eigenen Teammitglieder massiv. Der Gegner das auch anscheinend gerne macht. Wow, der war jetzt extrem nervig. Ich hätte gedacht, dass ich noch eine Assist bekomme. Ah, der Nasus. Oh, stoß sie zurück. Stoß sie zurück. Scheiße, uns beide. Schade, du. Ich glaube, der Nasus stirbt schon an meinem Dings. Bleib noch ein bisschen bei dir. Warum? Ja, genau. Das. Ah, warte mal. Oh, ich muss mich erstmal auch nicht hinklicken. So, lass mal gleich den Gangplank töten. Ich glaube, der ist noch da. Auch in Ordnung. Oh, wir haben schon mit 2. Ist ja schön. Problem ist halt, dass unser Botlane noch nicht so kaputt ist. Nee, das ist kein Problem. Guck mal, was wir hier schon alles eingesammelt haben hier. Ah, ne, Gegner am Tracken, ne? Shut. Ne, ich werde das schaffen. Oder? Ja. Oh, der K6, der K6, der K6. Aber gegen alle drei ist ziemlich dämlich, wenn er sich jetzt mit uns anlegt. Wobei der auch. Ich opfer mich mal so ein bisschen. Ah, ne. Oh, danke, Udia. Räumt ihr nicht die Laterne? Oh, fuck. Mist. It. Oh, Mann, das hätte man so easy peasy machen können. Das läuft sogar genau in die Richtung. Ich glaube, ich habe einfach unseren Ezreal zu Tode gebaitet. Und eher den Gangplank zu ihm geführt. Das war auch nicht gerade clever hier. Oh, jetzt schmeißen wir es aber gerade weg hier. Ja, das. Das geht ziemlich schnell. Ich habe schon nicht verstanden, wir hatten eigentlich einen Teilerfolg, so ein bisschen. Durch den guten Push. Aber so macht man selbst das Leben schwer. In Mitte. Auch Ash hat, glaube ich, da echt Probleme. Kannst du den attackieren? Ich habe den Kasis nichts bekommen. Nee, ich meine den Nasus, damit der nicht portet. Ja, ich glaube, okay. Wir haben leicht gebaitet hier. Oh, Ash wird auch hart outfarmed.
auch Wunsch. Ihr müsst ja das, glaube ich, wirklich ein bisschen überlassen. Ja, ich habe die Golems genommen. Und dafür ist Gangplank auf jeden Fall auch da. Leider steht auch 4-2. Hat Oma ein bisschen mehr CS als ich, weil ich leider so viel unterwegs war. Obwohl, warum leider? Ne? Wir haben das beibekommen. So, ich habe Gide fertig. Das ist schon mal extrem wichtig. Udyr sollte jetzt nicht so hart kämpfen. Weil ich bin nicht da. Ash ist noch nicht mal. Doch, jetzt. Okay. Schön, dass ihr sie so vertreiben könnt, aber jetzt müssen wir aufpassen. Aber das hier ist gerade das nächste Ziel so. Ich finde, das sollten wir ein bisschen herausbaiten. Mhm. Vor allem, wenn Kha'Zix da oben ist. Bait Uther King of Ash als erstes Item. Finde ich auch unclever. Also Ash steht einfach das Infinity Edge so hölle gut. Ja, mach das mal bitte. Ich versuche die Position so ein bisschen zu halten. Ich meine, ich schon seit 5 Tagen anfangen können, aber ich glaube, ihr kriegt das jetzt schnell down gekloppt. Witzig wäre es, wenn die jetzt in irgendeiner Form versuchen, den Baron zu machen. Mit Nasus könnt ihr den eigentlich ziemlich einfach machen. Ja. Dann go, 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 go. Gute ist, dass wir hier wirklich. Ja, wir könnten eigentlich aufräumen jetzt. Ja, ja, wir werden jetzt auch aufräumen, denke ich. Wie ist denn Ezreal noch gestorben? So, oh, mickrigste Q alle Zeiten. Oh, nice. Aber den Piraten kriegen wir noch. Die müssen wir jetzt hier wirklich durch die ganze Base verfolgen. Oh. Achso, er hat sich wirklich für den tödlichen Weg entschieden. Nice, gut gemacht. Sollten wir aber zurück, der Baron Buff ist trotzdem noch ein Vorteil für die. Ja. Das war jetzt eigentlich nicht so toll. Den Kha'Zix ist hier wieder auf der Jagd. Ey, das war natürlich mittelprächtig. Wie ist denn Ezreal gestorben? Kannst du das beobachten? Ich habe das jetzt gar nicht geschnallt. Ich glaube, der hat irgendwie die Tristana zu nah drin kommen lassen oder so. So ein bisschen absitzen. Das haben wir trotzdem, wie viel? 2 oder 3 haben noch von denen. Oh, was ist denn hier los? Oh, ist ja unser Red. Aber, ich glaube. Ach, Mist. Egal. Out-Attack. For the win. Zwischen Hook landen könnte, aber nee, okay, Udi ist nicht dabei. Nasus wird ja bestimmt auch irgendwo bald wieder rumtrollen. Wann holst du dir Muramana, wenn du genau weißt, dass die Träne fertig ist? Ja, die sollen aber gleich fertig sein. Dann wird es auch nochmal ziemlich eklig. Aber dein Q zählt nicht als Single Target Spell, oder? Leider nicht. Das wäre das Hässlichste. Das wäre richtig rollen, ja. Oh, dieses Wither ist einfach nur. Bah. Müssen echt auf den Leona Engage aufpassen. Ich habe ein bisschen eher Bedenken, dass wir zu hart auf Nasus gehen und Nasus halt extrem
Die Leona ja, schon. Genau darauf vor. Nee, das Wort ist schon mal weg. Shit, die Kritz, ey, die Kritz. Ja, das bitte, sie hat halt die Räume sofort geplatzt. Das meine ich, dass im Teamfight haben wir ein Riesenproblem, weil die können richtig mit Leona gut engagen. Mhm. Leider haben wir so einen Poke-Comp, den wir engage können wir Shit machen. Ja, und dann mit Nasus einen extrem guten Follow-up damit. Da müssen wir, und Kha'Zix halt, der springt rein und pff. Leona ist die einzige, glaube ich, die gestorben ist, oder? Wenn überhaupt. Nee, nicht mal. Na, gut. Kommt das quasi noch dazu. Das ist halt ein bisschen das Verwundbare, ne? Ich muss halt die Zeit haben zum Kiten. Wird jetzt wahrscheinlich auch. Ja, das war's. Okay. Das hast du gut gemacht jetzt, aber sie. Bin verwirrt, finde ich. Ach, Mist. Ich finde den Piraten, ja. Ja, die Ezreal-Ulti ist nicht so effizient. Ja, leider pushen sie uns gerade einfach nur zusammen. Ja, warum killt er nicht? Der S-Wheel hat gerade einfach nur. Ja. Ich glaube, wir kriegen die noch. Der hat die Laterne nicht genommen. Schade. Ach Mist. Ja, die habt ihr noch. Wenn stealen kann. Aber es ist bewusst nicht getan. Ach, sie gut. Oh, Alter, die Move Speed. Hilfe. Ja, das wird nichts. Laterne ist noch nicht ab. Ging halt noch den Dragon, ja. Das war, hat sich überhaupt nicht gelohnt, weil wir den Tower noch nicht mal bekommen haben. Hier ist noch Nasus, ja? Wow, wo ist der? Da hinten ist er, der ist schon in der Mitte. Ach, okay. Dann würde ich sagen, du nimmst den Bluger. Ja, meiner ist ausgelaufen sofort. So. Ja, also der Gegner macht natürlich jetzt auch super krasse Fehler. Mit uns so ein bisschen. Wir nehmen uns da gerade gar nichts, aber wir sollten jetzt mal einen richtig schönen Fight gewinnen. Da würde ich mich über freuen. Ah. Ich weiß auch, wann auch wieder der Baron ab ist. Kommst du auch langsam ordentlich Damage dazu. Das ist mir eigentlich viel wichtiger, also wichtiger als Ash irgendwie gerade, weil sie ist so fragil. Ja, ich aber auch. Ist erstmal ein Phage gebaut. Jetzt kommt eigentlich die Moramana, als soll das passen. Wow. Achso, okay. Oh, ich dachte, ich habe jetzt gerade. Das wollige Geräusch ist das gleiche wie ihr Pfeil. Ich dachte ganz kurz, ihr hättet das Ulti einfach so zum Farm gemacht, wie man auch immer mit der Ulti man farmen kann. So, Baron ist halt ab, das ist so ein bisschen. Ein bisschen eklig. Ich glaube, Kha'Zix hält uns gerade hin. Jo. Anscheinend schon. Jetzt haben wir. Oh. Tschüss. Ja, das war nicht klug. Hätte man viel, viel früher hingehen müssen.
müssen immer warten. Das wäre praktisch. Ja, ne, kommen wir noch nicht so richtig dazu, beziehungsweise ich bin jetzt hier nochmal in die Newsletter reingegangen. Das war auch das Dümmste, was ich gemacht habe. Ash wird jetzt wieder erwischt, wenn Flash halt weg ist. Das war nice gemacht. Ja, nein, das war jetzt ein bisschen meine Schuld, dass ich mich jetzt nochmal erwischt haben lasse. Ich müsste jetzt komplett wegpoken. Wenn wir nur den Inhibitor verlieren, sind wir gut. Ja, gegen den Engage. Von der Leona können wir nicht so schlecht poken. Ja, das sieht doch schon gut aus. Wenn die nur den bekommen, ist es also natürlich trotzdem katastrophal wegen dem Baron. Aber lässt sich einfacher verkraften, denke ich. Nein, ach, nutzt doch die Laterne. Oh, egal. Sorry, Laterne war noch nicht ab. Ja, wurscht. Alle natürlich sehr, sehr low, aber trotzdem unattraktiv. Oh. Mist. Oh, schade. So eine Vayne können jetzt richtig gut aufräumen. Aber. Ganz Geduld. Anna tötet mich jetzt auch, wenn ich zum Zorat reingehe. Mal Zero of Guard erwischen. Tötet mich dann. Weil eigentlich haben wir einen guten Engage in dem Sinne mit Ashs Ulti. Aber sie muss die eigentlich so dermaßen aufheben, wenn du dafür für das Angespringe von Kha'Zix, der wird jetzt ja bestimmt auch als nächstes super tanky gehen, weil der jetzt seine Haupt-Damage-Items ich brauche gar nicht mehr als Astwisper und Moramana. Sport zu bei wird jetzt eigentlich noch beenden. Ein Gangplank hat sich als ordentlich nervig herausgestellt mit dem Item-Set. Oh, steht ja schon 10-5. Das ist, er baut quasi nach Season 2, würde ich sagen. Ja, das sieht's aus. Das ist ja sehr, sehr klassisch, aber vielleicht nicht so effektiv wie früher so. Aber trotzdem noch gut dabei. Ulti jetzt verbraucht, auch nice. Darf sich halt Ash nicht erwischen lassen. Eigentlich so ein bisschen unsere Hoffnung, wenn sie lebt, sind wir definitiv gut dabei, weil sie kann halt eigentlich auch gut abstauben. Ich weiß nicht, wie viele sich jetzt lieber melden sollten, die Botlane zu verteidigen. Komm zu mir. Also das Ulti verbraucht ist auch super für uns. Richtig super. So, jetzt haben wir noch unseren AD. Aber braucht sich nicht zu schießen. Ungewöhnlich. Normalerweise müsste Ash jetzt voll abgehen. Oder explodieren. Ist doch bitter. Eigentlich hatten wir jetzt eine richtig gute Situation draus gemacht. Wir haben viele Ultis verbrauchen lassen. Leider geht einfach jeder Junkertown. Wow. Okay, dann will ich ja töten. Naja. Irritierend, passiert aber. Ich fand's trotzdem schön. War ganz lustig. Hoffe jetzt natürlich, dass wir in der Statistik landen. Wie gesagt, bei mir ist es ja ein bisschen random. Und ach, taucht die bei dir auch manchmal nicht auf?